So, hey, Michael Kotze, der Rucksack und immer willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Wir schauen uns ein Video an von Sebastian Glöckner. Brauche ich ein Gewerbe, um mit Udemy Geld zu verdienen? Also, eigentlich kann ich dir die Frage beantworten. Ich mache das mal ganz kurz groß. Sobald du Gewinnabsichten hast, brauchst du immer ein Gewerbe und dann kannst du auch Flur putzen auf selbstständiger Basis oder sonstige Sachen. Gewinnabsichten ist dann entscheidend. Ne? Oder anders ist es dann halt, wenn du angestellt bist oder so bei Udemy. Angestellt sind wir bei Udemy nicht, also eigentlich ein Gewerbe. Gewinnabsichten hast du ja. Aber ich bin mal gespannt, was der Sebastian sagt. 3 Daumen hoch. Jetzt hat er 4 Daumen hoch. 5 Kommentare. Okay, schauen wir mal an. Hi Leute, hier ist Sebastian Glöckner und hier geht es nochmal um das Thema Udemy Geld verdienen, also Geld verdienen mit Udemy. Und es kommt halt häufig die Frage, und darum geht es nämlich in diesem Video, brauche ich ein Gewerbe dafür? Und was ist das? Ist es was Schwieriges? Ist das ansteckend? Kostet das was? Das möchte ich euch gerne sagen. Es ist ansteckend. Also nochmal ganz kurz, weil ich natürlich Leute habe aus der ganzen Welt. Das kann natürlich überall auf der Welt anders sein. Es könnte irgendwo sein. Ich habe ja Leute, die auf Zypern zuschauen. Ich habe auf jeden Fall mindestens eine Person, die aus Afrika zuschaut. Und. Es kann natürlich überall anders sein. Ne? Aber in der westlichen Welt normalerweise Gewerbe, Firma und so, ja. Ist natürlich keine Rechtsberatung und es kann, selbst wenn alles hundertprozentig stimmt, was ich jetzt sage, kann es sein, dass nächstes Jahr nicht mehr stimmt, weil sich irgendwas geändert hat. Ja, diese Regeln ändern sich auch ständig. Deswegen, ich kann dir nur sagen, ohne eine Beratung abzugeben, wie ich das mache. Seit 2003, wo ich mein erstes Internetunternehmen gegründet habe, wie das so toll klingt, also als ich zum ersten Mal sein Startup, er hat sein erstes Internetunternehmen an die Börse gebracht, Umsätze gemacht habe, die auch schon im fünfstelligen Bereich gingen, damals schon im Jahr 2003. Und deswegen habe ich natürlich ein bisschen Erfahrung. Und heute ist es ja noch viel, viel mehr. Ne? Das heißt, ich kann jetzt wirklich dazu einiges sagen. Und die grundsätzliche Frage ist, übrigens, bitte Kanal abonnieren, ganz wichtig, und ein Like, wenn euch das hier gefallen hat. Bitte Kanal abonnieren, ich gucke mir immer die Abonnenten an, freue ich mich. Also. Ich gucke mich dich an, dich gucke ich mir an, hast du mich abonniert? Die grundsätzliche Frage ist, Gewerbe oder Freiberufler, ja? Und das ist bei Udemy so eine Sache, ja, weil eigentlich Gewerbe ist immer, wenn du eine Gewinnabsicht hast. Und wir verkaufen ja hier Online-Kurse mit Gewinnabsicht, ja, oder es ist noch eigentlich je nachdem. Ich glaube, das ist kein, aber dafür vielleicht echt zum Steuerberater gehen oder bei deinem zuständigen Gewerbeamt, ob du Freiberufler bist. Ich weiß, dass der Unge, der YouTuber, der war in Köln Freiberufler und hat richtig viel Geld verdient und brauchte auch keine Gewerbesteuer und nichts bezahlen, weil er so viel Geld als normaler Gewerbetreibender zahlt, ja meistens keine Gewerbesteuern oder so, weil das sehr gering ist oft. Aber ab einer bestimmten Summe muss man ja auch Gewerbesteuern, meine ich, bezahlen. Und der ist dann nach Hamburg gezogen und die Hamburger haben gesagt, nee, du bist kein Freiberufler als YouTuber, du hast ein Gewerbe anzumelden und wir fordern jetzt richtig viel Asche von dir zurück. Also das ist sehr, sehr kritisch. Köln war Freiberufler, Hamburg Gewerbe. Ist so. Ne? Kannst du auch mal, da gibt es ein paar Videos zu oder so. Ja, also das ist sehr, sehr kritisch und der musste richtig Asche blechen, weil er ein Gewerbe hatte. Ja, die Kölner, für die war das cool als Freiberufler. Ich weiß gar nicht, wie das genau rechtlich ist. Udemy verkauft hier die Kurse und ich kriege eine Provision eigentlich. Ja, also ich schreibe ja auch noch nicht mal eine Rechnung an die einzelnen Kunden. Ja, das übernimmt ja alles Udemy für mich. Das heißt, hier ist auf jeden Fall ganz klar eine Gewinnabsicht. So, Gewinnabsicht. Und so weiter. Und bei Freiberufler, das sind dann so Sachen wie zum Beispiel Lehrer, Architekten und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber egal. Bei Fotografen ist es auch so ein bisschen, ne? Also, ich muss ja wieder rübergehen. Ach komm, ich, oder? Ach komm, hier rüber. Lass dich da am besten beraten.
geh zum Gewerbeamt, frag oder deinen Steuerberater oder so. Ne? Oder auch beim Finanzamt einmal durchrufen oder so. Je nachdem. Ne? Kann natürlich in Österreich und so wieder total anders sein, aber wie gesagt, mein Beispiel, Köln zu Hamburg. Das ist eher so zur Unterhaltung, das sieht das hier das Problem. Also Lehrer, Architekten und so weiter, aber auch Dozenten. Und es ist halt die Frage, bin ich als Udemy-Dozent Freiberufler? Das hat ein paar Vorteile. Ich glaube, da spart man Gewerbesteuer oder sowas. Ja, und hast ein paar Vorteile. Und die Steuererklärung reicht ja auch manchmal Einnahmeüberschuss, ne? Meine ich. War das so? Ich weiß nicht, ob da bestimmte Grenzwerte gefährdet, aber Freiberufler brauchen meistens nur eine Einnahmeüberschussrechnung zu machen und Gewerbe halt schon. Ja. Es ist halt wirklich die Frage, ob du das so nennen kannst, mein Steuerberater. Gleichzeitig, Gewerbe kann ruckzuck sein, irgendwelche Handelskammern oder sonst was. Deshalb informier dich und deshalb schreib auch nicht irgendwie, es gibt da diese Tipps. Ach, schreib einfach alles hin, auch was du noch nicht machst. Vielleicht willst du ja irgendwann mal einen Online-Shop machen und irgendwas verkaufen oder so. Und du schreibst da verkaufen dies und das und so. Und auf einmal kriegst du die Briefe von irgendeiner Handelskammer oder von der Berufsgenossenschaft oder so und musst da auf einmal Gebühren bezahlen, weil die sagen, ey, sie haben doch hier eingetragen, sie sind doch ein Handelsunternehmen oder so. Echt aufpassen. Aufpassen! Und auch die anderen Steuerberater, die ich davor hatte, haben gesagt, nein, du bist ein Gewerbetreibender, du verkaufst etwas mit Gewinnabsicht, ja, du verkaufst halt deine Online-Kurse oder Videozugänge oder sowas und du bist eigentlich so gesehen kein Dozent, also du gehst ja nicht in die Uni oder so und stellst dich dahin, ja, sondern das ganze Abrechnung ist anders. Es gibt aber auch viele Steuerberater und Finanzämter, die sagen, doch, du bist eigentlich Dozent, also eigentlich Freiberufler. Ja, das ist in Deutschland immer so. Ich war, es war ein Kulturschock, wo ich dann halt vom Niederrhein Richtung Berlin gezogen bin. Alter Schwede, ich dachte, ich bin in irgendeinem anderen Land. Ich dachte, ich wäre in Afrika oder so. Die haben da alles anders gemacht. Okay, aber anderes Thema. Mein Steuerberater meint allerdings, dass der Unterschied nicht so groß ist. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Ja, weil ich glaube, dieses Jahr kommt auf mich auch eine ziemlich dicke Gewerbesteuerzahlung. Dann vielleicht sehe ich es dann anders. Aber wie auch immer, ich habe jetzt ein Gewerbe. Und bei Freiberufler weiß ich nicht so ganz genau, wie es geht, weil auch wirklich die meisten Leute, die ich kenne, machen es als Gewerbe. Deswegen, aber nicht alle. Ja, aber verfolgen wir mal diesen Zweig weiter, weil ich diesen Freiberufler-Zweig mit dem Dozent nicht so gut kenne. Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir eigentlich auch, dass ich kein Dozent bin, weil ich gehe weder in die Volkshochschule noch in die Uni, sondern ich verkloppe Online-Kurse und verschiedenste Sachen bei Digistore. Und da kommen ja noch immer die Affiliate-Einnahmen dazu. Also ich finde das schon ein bisschen weit hergeholt, aber ich kenne mindestens zwei Dozenten, die es als Freiberufler machen, ohne Probleme. So, und beim Gewerbe, dann ist einmal die Frage, bist du Kleinunternehmer? Kleinunternehmer? Oder bist du umsatzsteuerpflichtig? Umsatzsteuer. Und das ist etwas kompliziert, aber das macht dann der Steuerberater für dich, der Umsatzsteuerteil. Und jetzt gehen wir direkt mal auf die Webseite, die ich da vorbereitet habe. Gründerlexikon. Und hier sagt er halt, was ist ein Kleinunternehmer? Diese Zahl vergesse ich immer wieder. Also Jahresumsatz von weniger als 22.000 Euro kannst du die kleinen Unternehmenregel in Anspruch nehmen. Also, und diese, ohne das jetzt nochmal komplett alles durchzulesen, und hier steht, Gewerbesteuer bekommen Sie einen Freibetrag von 24.500 und bla bla bla. Also der hauptsächliche Unterschied ist das mit diesen 22.000 Euro im Jahr. Und also ich will jetzt wirklich nicht alles durchlesen, weil ich will euch mal sagen, aus Sicht von mir als einfachen Dozenten, was jetzt so der gefühlte Unterschied ist. Du kannst Rechnungen schreiben ohne Umsatzsteuer. Das heißt, wenn etwas 200 Euro kostet, kostet es 200 Euro fertig. Ja? Wenn du jemanden coachst oder irgendwelche, ich habe früher viel Programmierung gemacht, Excel-Programmierung und so, Umsatzsteuer befreit. Fertig. Es ist einfacher, die Steuererklärung zu machen. Also wir haben die damals sogar mit dieser normalen, ganz normalen Viso-Steuersoftware gemacht. Also man brauchte noch nicht mal einen Steuerberater. Du kannst da sogar irgendwo einstellen, haben sie eine Gewerbeeinnahme. Da musst du sagen, was habe ich eingenommen, was weiß ich, 10.000 Euro dieses Jahr.
Ne? Also am Anfang, klar. Aber es kann, es ist echt so, es kann ein Vor- und Nachteil sein. Es ist so, wenn ich etwas kaufen möchte, ich kaufe ein Produkt für 500 Euro. Und der eine bietet mir an 500 Euro und kann keine Mehrwertsteuer. Und der andere sagt 500 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dann kaufe ich das bei den 500 Euro inklusive Mehrwertsteuer, weil man die Mehrwertsteuer zurückbekommen kann. Warum soll man bei jemandem kaufen, wo man die Mehrwertsteuer nicht ausweisen kann? Also es ist höchstwahrscheinlich auch Umsatz, was verloren geht. Wenn es wirklich Konkurrenz gibt, die vergleichbar ist. Und wenn du etwas kaufst, dir einen neuen Computer und so, kriegst du auch die Mehrwertsteuer nicht zurück, kannst nicht abziehen. Also es ist sehr, sehr kritisch. Jetzt kommt drauf an, was. Aber wert, wenn du dann halt etwas kaufst. Und ich habe schon öfters mal früher Sachen bei Leuten nicht gekauft, weil die keine Mehrwertsteuer ausweisen können. Dann kaufe ich doch das zum gleichen Preis bei jemandem, der eine Mehrwertsteuer ausweisen kann. Ja? Und ich hatte auch schon mal was zurückgegeben, weil ich keine Rechnung inklusive Mehrwertsteuer hatte. Dann kann ich das doch halt besser zurückgeben und woanders kaufen. Verstehst du? Was habe ich ausgegeben? Hab mir einen Laptop gekauft und noch ein paar Udemy-Kurse oder was weiß ich. Und noch ein Mikrofon und noch ein paar Sachen. Und so, da wurde man dann durch diese Udemy-Software dann durchgeführt. Hab ausgegeben 2000, macht einen Gewinn von... Udemy-Software? Wieso Software, meint er? 8.000 so ungefähr, ne? Hab 8.000 gewonnen, so bla bla bla, fertig. Also wir haben das damals ohne Steuerberater gemacht, tatsächlich. Macht sehr viel Spaß. Irgendwann kommst du aber über diese 22.000 und dann wirst du umsatzsteuerpflichtig, das heißt, du kriegst eine Umsatzsteuer-ID, die du dann auf deine Rechnungen schreibst. Du machst Rechnungen mit Mehrwertsteuer, wo du halt die 19% oder draufschlägst. Ist, also, ne, wenn ich ein Coaching mache für 400 Euro die Stunde, mache ich 19% drauf. Zack, der Kunde zahlt mehr. Ist aber nicht schlimmer, wenn der Kunde selber ein Unternehmer ist, kann er die Umsatzsteuer sowieso absetzen. Also die Umsatzsteuer fällt weg. Und das Interessante bei der Umsatzsteuer ist, dass es ein sogenannter durchlaufender Posten ist für mich. Und das hat sehr, sehr, sehr große Vorteile. Nämlich, das wollte ich euch mal erzählen, wenn ich für 1000, sagen wir mal, ich hatte letztens einen Laptop gekauft, der hatte, glaube ich, 2700 oder so gekostet, ziemlich genau. Und von diesen 2700 sind ja so ganz, ganz grob 520 Euro oder sowas. Nee, 530, 540 oder so Mehrwertsteuer, sagen wir mal so 520 Euro Mehrwertsteuer. Und das Geniale... Sehr langwierig, oder? Aber wie gesagt, okay. Dadurch, dass ich umsatzsteuerpflichtig bin, sagen wir mal 540, dann ist es halt davon 20%, ist mir jetzt egal. So, dadurch, dass ich umsatzsteuerpflichtig bin, muss ich die nicht zahlen. Ich kriege die zurücküberwiesen, also 1:1 vom Finanzamt zurücküberwiesen im Quartal. Das heißt, ich bezahle für den Laptop nicht 2700 Euro, sondern, was ist 2700? 2160. Das macht mir natürlich total viel Spaß, Sachen zu kaufen, weil ich nämlich alles, was ich fürs Gewerbe einsetze, also Laptop und die ganzen iPads und diese ganzen tollen Spielzeuge und so und selbst das Handy. Ja, er kauft sich immer alles. So, kann ich alles die Mehrwertsteuer abziehen. Und das ist wahnsinnig viel. Das ist ja krass, nee, 20% günstiger. Und selbst diese 2160, die noch übrig bleiben, kannst du absetzen. Das heißt, wenn du einen Grenzsteuersatz hast, wie ich jetzt zum Beispiel von ungefähr 45%, dann kannst du halt sagen, für diese 2160 Euro, quasi andere 2160 Euro, die ich nicht versteuern muss, das gleicht sich aus, diese anderen 2060 Euro mit 45% wären aber ungefähr 1000 Euro, die ich hätte Steuern zahlen müssen. Das heißt, ich habe schon wieder 1000 Euro gespart. Und das heißt, ich habe für den Laptop nur 1160 gezahlt. So, okay.
So, also so rechne ich das und ich glaube, dass diese Rechnung auch grundsätzlich richtig ist. Klar, das wird abgeschrieben über mehrere Jahre und so weiter, aber so rechne ich das immer. Ja? Und ich glaube, dass das auch grundsätzlich richtig ist. Und bitte schreib mir unter die Kommentare, wenn du meinst, dass da irgendwie, dass das zu grob ist oder so. Und deswegen investiere ich auch immer gerne, wenn ich was. Du musst ja nur das System verstehen, ne? So auch Investitionssummen und, ne? Wann das auch mal Sinn macht. Ich meine, das Problem ist, viele Leute wissen nicht, wann sie einen Steuerberater brauchen und wann sie ein Buchführungsbüro brauchen. Ich gehe davon aus, dass du keinen Steuerberater brauchst. Du brauchst einfach nur ein Buchführungsbüro, der mit einem Steuerberater zusammenarbeitet, der nur einen Bruchteil dafür nimmt. Hol dir ein Buchführungsbüro. Das reicht in den meisten Fällen aus, weil du erkennst einen guten Steuerberater, wenn er dir auch Tipps gibt, wie du halt, es heißt Steuerberater, wie man auch Steuern sparen kann. Zum Beispiel, dass er dir sagt, hey, im November oder im Dezember, hey, wir müssten noch mal ein bisschen was ausgeben, ne? Wenn wir jetzt das und das kaufen. Sie wollten das ja sowieso, haben sie mir im letzten Gespräch gesagt, dass sie das in den nächsten 3 Monaten machen wollen. Aber vielleicht macht es Sinn, das jetzt noch zu kaufen. Und dann vielleicht die Rechnung zu haben und so, um es dieses Jahr noch abzusetzen und so, damit wir dieses Jahr nicht so viel Steuern bezahlen. Das ist dann ein Steuerberater. Alles andere sind nur Tippsen, die dann halt deine Belege sortieren oder so. Ich kenne das. Ich kenne das. Das sind einfach, ja, Tippsen und keine Steuerberater. Such dir einen Steuerberater erst, wenn du ihn brauchst. Sonst ein Buchführungsbüro reicht völlig aus. Und das war's dann. Und es ist viel billiger, ne? Und wenn dein Steuerberater dich, wenn du eine große Investition machst, nicht fragt, hey, wie sollen wir das denn abschreiben, degressiv, progressiv oder wie auch immer und so, ja, dann weißt du schon mal, der kümmert sich überhaupt nicht, der macht irgendetwas mit deiner Buchführung. Aber vielleicht müsstest du eine andere Linie fahren oder so. Ja, ne? Also ganz wichtig. Ich weiß das zum Beispiel bei Häusern. Oft ist es so, dass so Neubauten oder so, die werden dann halt zwischen Weihnachten und Neujahr werden hauptsächlich noch ein paar Wohnungseingangstüren eingebaut oder so, obwohl das noch halb Rohbau ist, eigentlich 5 Wochen, 6 Wochen zu früh oder so. Hauptsache, wenn die Türen drin sind, dann können die da halt steuerlich schon was für den Jahr verbuchen und so und nicht ins nächste Jahr oder so. Alles diese Tipps und Tricks, dafür ist der Steuerberater da. Wenn er dir die nicht gibt und holt einfach deine Papiere ab und heftet die ab oder so, lass es sein, brauchst du nicht. Was brauche oder gebrauchen kann, wie zum Beispiel so ein iPad oder so, dann kaufe ich die Sachen, weil ich genau weiß, aus 2700 mache 1061. Ja, klar, du musst auch die Gewinne haben, die du absetzen kannst. So, das mit der Umsatzsteuer ist total interessant, weil das wird immer so verrechnet alles, ne? Das heißt, ich schreibe Rechnungen, ganz viele Rechnungen an, und für Coachings zum Beispiel, da kommen dann ein paar tausend Euro Umsatzsteuer. Und die müsste ich dann abführen, also die werden bei mir nur geparkt auf meinem Konto. Da kannst du Zinsen erwirtschaften und irgendwann musst du sie halt wieder abgeben. Diese Umsatzsteuer wird nur. Kriegst du jetzt denn eigentlich für die Umsatzsteuer kriegst du Minuszinsen, vielleicht irgendwann so 2. Also du kassierst die Umsatzsteuer ein fürs Finanzamt und dann kriegst du noch Minuszinsen, solange das auf deinem Konto liegt. Das wäre. Passt mal darauf auf, für das Finanzamt. Und umgekehrt, wenn du was kaufst, zum Beispiel einen neuen Mac für 3, 4, 5.000 Euro, dann bekommst du diese Umsatzsteuer zurück und das gleicht sich dann aus. Und einmal im Quartal gucken die, okay, wie viel hast du auf uns aufgepasst? Wie viel hast Also eventuell sogar einmal im Monat, ne, dass du jeden Monat, je nachdem, wie schwankungsaktiv das ist, ne? Und dann vielleicht nach 1, 2 Jahren sagen sie, ja, komm, brauchen sie nur einmal im Quartal, machen diese Umsatzsteuervoranmeldung oder so. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie kulant er ist und wie zukunftssicher die dein Geschäftsmodell sehen oder sonstige Sachen. Also ja, also weder einmal im Monat oder einmal im Quartal. Sachen Das sind so die gängigen Sachen. Schreib gerne rein, wenn das nicht stimmt. Joa. gekauft, ah, das ist ungefähr gleich viel, dann gleicht sich das aus, musst du uns nichts zurücküberweisen, behalt das Geld einfach. Ne? Und das ist eben diese Umsatzsteuer-Voranmeldung und dann wird das irgendwie ausgerechnet. Und einmal im Quartal machen die dann so plus minus. Genau. Also kann sein, dass du immer was zurückkriegst, wenn du keine Rechnung schreibst. Weil bei Udemy ist es so, das ist dieses sogenannte Reverse-Charge-Verfahren, wo eben, weil Udemy im Ausland sitzt,
kannst du halt, bekommst du das Geld brutto für netto. Also bei ausländischen Überweisungen ist es so oft, dass eben das Geld brutto für netto über die Grenze überwiesen wird, um irgendwie, ich glaube, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden oder irgendwie Steuerchaos zu vermeiden oder so. Genau, im Grund kenne ich nicht, aber bei so bei Digistore und so weiter, die zahlen dir das Geld aus Deutschland aus. Das heißt, ich habe bei Digistore, was weiß ich, 1000 Euro, sagen wir mal, meine, ich habe 1000 Euro Einnahmen bei Digistore und dann wissen die ja, okay, du bist ja in Deutschland, tun die mir direkt die 19% drauf. Ne? Das heißt, ich habe dann so knapp 1200, überweisen die mir und wissen genau, diese 200 Euro, die bewahre ich nur auf fürs Finanzamt und gebe die am Ende des Quartals wieder ab und ich habe meine 1000 Euro. Bei Udemy ist es hingegen, wenn Udemy dir 1000 Euro überweist, überweisen die dir wirklich 1000 Euro. Du musst nur dem Finanzamt sagen, dass das brutto für netto ist, also dass dieses Reverse-Charge-Verfahren gilt. Ja? Wie gesagt, keine Rechtsberatung, so mache ich's. Und es gibt auch Finanzämter, die sich dann vielleicht dumm stellen. Ist ja nein! Nein, gibt es das auch. Empfehlen, da einen Steuerberater einzuschalten. Aber es gibt halt, ich habe es halt auch ein paar Jahre ohne Steuerberater hingekriegt. So, das sind so die Sachen, die ich einfach mal erklären wollte. Am Anfang hatte ich ein bisschen Bammel vor dieser ganzen hier, ne, vor diesem Zweig hier, weil Steuerberater kostet Geld, kostet ein paar tausend Euro im Jahr wiederum. Und denkst du, toll, jetzt bin ich gerade über die Grenze drüber und so. Ne? Aber auf der anderen Seite, der macht die ganze Buchhaltung, also ne, der verbucht alles für dich. Der macht dann im Endeffekt auch die Steuererklärung für dich. Der kann dir immer sagen, wo du stehst. Ich kann ihn jederzeit fragen, wie ist mein Gewinn gerade, wie viel Geld muss ich vielleicht weglegen für Steuer. Der kann Sachen absetzen. Das ist auch total interessant. Das können mittlerweile auch ein paar tolle Tools und so, ne? Aber okay. Interessant. Also, ich habe ein dickes Minus. Ne? Du kannst dann Sachen absetzen, die du beruflich brauchst. Also die ganze Technik. So, die ganzen iPads und Handys und so Monitore, Lautsprecher und so weiter. Alles. Event-Tickets, ne? Hotels, wenn du nur zu diesem Event fährst oder so ein Business-Hotel oder. Nein, ich will kein Serie-Hotel. Also, diese ganzen Sachen kannst du natürlich auch absetzen. Teilweise sogar Geschäftsessen, ne? Gerade wenn das sowieso ein Event ist. Ja, und du fährst nur für das Event dorthin und du brauchst es beruflich und so. Alles kannst du nutzen. Messe, ne? Ein Flug. Es gibt die Affiliate World oder so in es gibt immer einen in Barcelona und Thailand oder so, keine Ahnung was. Barcelona, diese Affiliate-Dings, war ich auch schon. Du kannst nach Barcelona fliegen und das absetzen, ne? Wenn du Affiliate-Marketer bist. In Cannes ist auch immer hier die Lions oder so. Da ist hier Snapchat, Facebook, alle Social-Media-Unternehmen sind dort oder so. Ja, fährst du halt nach Cannes oder fliegst du halt nach Cannes zum Event. Die Tickets sind sehr, sehr teuer. Auto. So, ne? Klar, ich musste erstmal nachweisen, dass ich das auch beruflich nutze, dass ich viel unterwegs bin. Ne? Genau, er braucht dieses Auto für Udemy-Kurse. Kannst du auch zum großen Teil absetzen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Nee, aber ne, Bücher, Coachings, ne, Werbekosten. Wenn du zum Beispiel von mir ein Coaching kaufst und kommst bei mir in die Mastermind-Gruppe und kaufst ein Paket, was weiß ich, für 2.000, 3.000 Euro, dann gilt für dich das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Oh mein Jet Affiliate System, viele wissen das gar nicht und so. Auch diese Coaching-Kurse, setz die ab, wenn du die für die berufliche Zukunft brauchst. Also teilweise auch die Kosten vor der Selbstständigkeit, die Gründungskosten, kannst du auch absetzen und so. Frag mich nicht, wie lange, wenn du echt 2 Jahre brauchst für die Gründung oder so, wird es vielleicht ein bisschen viel oder so. Aber das, was die letzten 3 Monate vor der Gewerbeanmeldung du alles an Kosten hattest, um dich selbstständig zu machen oder so, das kannst du zum großen Teil absetzen oder so. Frag deinen Steuerberater. Frag ihn einfach. Du kannst das komplett von der Steuer absetzen. Auch hier schon, in der Kleinunternehmerregelung, diese Geschichte mit dem Minus. Du kannst es komplett von der Steuer absetzen. Deswegen, ich kaufe auch gerne Coachings. Zum Beispiel, ich hatte mal ein Coaching gekauft, Facebook-Werbung oder sowas, als ich da noch nicht selber noch kein Experte war. Oder sogar mein, Tony Robbins. Du fährst dahin, machst eine Weiterbildung. Das sind Sachen, die du gebrauchen kannst für deine Udemy-Kurse oder für deine Online-Kurse. Du fliegst zu Tony Robbins nach Phoenix, Arizona.
Ja, es ist so. Gehst du zu Tony Robbins, gehst du zu Christian Bischoff, gehst du Dirk Kräuter, gehst, keine Ahnung, zur OMKO, Online-Marketing-Konferenz, kannst du alles zu 100% von der Steuer absetzen. Ja, das sind Tausende und Abertausende Euro, die du absetzen kannst, wo du dann Steuern sparst. So, cooles Video. Komm, das ist sowieso jetzt zu Ende. Du müsstest das Grundkonzept jetzt verstanden haben, warum es auch interessant für dich sein kann. Mein Name ist Michael Kotze, ich bin Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die auch ab. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich bin raus. Ciao.